Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 15, dem Karrieremodus. Wir machen auch mit diesem Projekt jetzt weiter nach einer kurzen Pause. Ich habe schon seit einer Woche so kein FIFA mehr gespielt. Hoffentlich bin ich nicht rausgekommen aus dem, aus dem Rhythmus. Heute spielen wir im Pokal, in dem anderen Pokal, in dem Coupe National gegen AG Auxerre. Ich hoffe, die werden so ausgesprochen. Auf jeden Fall sind sie Zweitligist. Das ist nochmal ein, wie gesagt, ein anderer Pokal neben dem Coupe de Ligue. Da sind wir ins Finale eingezogen gegen Olympique Lyon. Jetzt also wollen wir natürlich auch den Pokal gewinnen, ne? Wenn es schon was zu gewinnen gibt. Und ich bin mal mir überlegen, ob wir die Mannschaft nicht ein bisschen umstellen. Wir haben natürlich noch 9. Wir haben Paulo Dybala und Harry Kane. Hier haben wir Paulo Dybala. 77 hat er schon. Und ist erst 21. Ich glaube, den bringe ich mal von Anfang an für Lukas. Komm, Lukas, können wir mal eine Pause und vielleicht auch mal so ein paar anderen, Matuidi zum Beispiel, da kann man Kabay spielen. Neymar kann auch erstmal runter. Uiuiui, Pastore kommt natürlich hin. Oder warte mal, hier machen wir mal Juri Thielemans. Der braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Vorne versuchen wir es erstmal mit Harry Kane. Die beiden haben uns ja im Winter geholt. Harry Kane und Jackson Martinez. Die haben sich ja ganz gut eingefunden. Neymar, den lassen wir mal auf der Bank für Kabay. Marquinhos, und dann haben wir immer noch unser Langzeitverletzten David Alaba für 4 Wochen, glaube ich, noch, oder für 3 Wochen. Und Marquinhos lassen wir mal spielen. So, jetzt haben wir aber fast rotiert. Gut, den kann ich nicht bringen. Duché, der hält eh nichts. So, natürlich im Bewölkt. Steht, er leckt zu sehr. Und Jean-Daniel Lacanier, keine Ahnung, ist der Schiedsrichter. Und dann gucken wir mal im Achtelfinale, wie das läuft. Ich habe auch übrigens eine Umfrage unten reingeschrieben, glaube ich, schon seit ein bisschen längerer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die Umfrage schon draußen ist oder nicht. Ja, ob die Videos geschnitten werden sollen oder nicht. Weil es auch viele gab, ja, lass uns das Spiel komplett sehen. Das zu schneiden ist immer blöd, aber okay. Wir konzentrieren uns erstmal auf das Spiel. Wir können das ja nochmal nach dem Spiel ansprechen, das Thema. So, gucken wir mal, wie sich die Neuen hier einbringen. Die sind ja, wie gesagt, oh, nicht in unserer Liga, die sind ja wie gesagt Zweitligist. Jetzt fängt Paul Pogba schon mit den ersten Ball ab und Harry Kane mit der ersten Chance. Läuft aufs Tor zu, legt quer auf Lavezzi. Da ist es schon. So bringen sich die Neuen ein. Harry Kane auf Lavezzi und dann eiskalt, Junge. Und lässt vielleicht Ibrahimovic so ein bisschen vergessen? Nein, natürlich war Ibrahimovic und ist Ibrahimovic immer noch ein klasse Stürmer. Hat sehr viel wichtige Tore auch geschossen in der Hinrunde. Ist jetzt leider bei Madrid und Lavezzi, ja, der kann das auch. Sein erstes Tor hier im Coupe National. Dann auch in den ganzen Wettbewerben im Pokal. Jetzt kommen wir auch mal Pastore mit einem Schuss. Der kann ja im Pokal die Tore schießen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erst nochmal die Saison hier. Die müssen wir erstmal erfolgreich zu Ende bringen, hoffentlich. Und dann gucken wir auf die nächste. So, Lavezzi, Aurier. Aurier gegen Aguilar. Klappt das? Das klappt. Da ist Javier Pastore. Nächste Chance. Kriegt er nicht ganz genug Druck, Kinder. Aber okay, wir sind die bessere Mannschaft, ganz klar. Wenn der durchgekommen wäre. So, aufgepasst. Gegenkonter. Knapp, Granik, Diarra, kein Abseits. 40. Minute, wird abgegrillt von Thiago Silva. Muss aber schnell wieder auf die Beine. Komm. Fantamadi heißt der. Oh Gott, was ist das für ein Name? Aguilar. Oh, zu leicht. Habe Pastore. Ja, kriegen wir den Freistoß. Alles klar. Ich wollte schon sagen, warum kriegen die jetzt den Freistoß? So, Sirigu. Und ab nach vorne. Farnerville, Dybala. Harry Kane im Zusammenspiel. Ja, Dybala jetzt gegen 2. Oh. Die Baller vorbei, stark. Den setze ich auch nicht vorne im Sturmzentrum ein, weil der ist nicht sehr groß. Der ist nur 1,77 oder so. Javier Pastore, Harry Kane unten. Ja, Aurier wird da gehalten, Harry Kane. Kein Vorteil, Pogba. Ja, außen sind wir jetzt in der Überzeit. Müssen wir auch was draus machen. Van der Wiel, 3 Minuten gibt es Nachspielzeit. Juri Thielemans läuft da ein, unten. Da ist Aurier, der kann es auch mal probieren. Ach, fuck, war nicht so gut. So, Aguilar nochmal. Bäumt sich Auxerre nochmal auf? Aid Ben Idir? Oder sagen sie sich, komm, in der zweiten Halbzeit legen wir da nochmal voll los oder auch nicht? Oh, er wirft nach hinten. Nochmal eine Chance für uns. Schade. Leider nicht ganz so Pogba. Den hat er nochmal stark. Aber was? Kriegen die den Freistoß? Ha. Kannst du auch andersrum pfeifen? Naja, egal. Nochmal eine Freistoßsituation. Aber ich denke mal, es wird jetzt gleich Schluss sein. Halbzeit zumindestens. Ja, ist Halbzeit, Juri Thielemans nochmal. 1-0 also. Schönes Tor von Lavezzi aus der 5. Minute schon. Früh im Spiel. Die Neuen machen auch einen ganz guten Eindruck. Also es harmoniert sehr gut, habe ich so das Gefühl. Überraschungen gibt es nicht. Tor führt gegen Bastia. Aber Bastia ist ein Erstligist, ne? Also liegt der Erstligist hinten. Dann
Clermont Foot gegen Le Havre. Sind auch, glaube ich, zwei Zweitligisten. Und Toulouse führt gegen Stade Rennais. Wechseln brauchen wir nicht. Ist alles noch okay. Starten wir rein in die zweite Hälfte. Dann gucken wir mal. Selten bei ihm ins Spiel. Achtung. Al-Benidir. Na ab. Und. Oh, große Chance. Da haben wir jetzt hinten ein bisschen geschlafen. Dera mit der riesen, mit der Monsterchance zum Ausgleich. Oh, da kommt schon wieder einer angelaufen. Müssen wir hinten aufpassen. Dürfen wir nicht zu oft machen, weil irgendwann geht das auch mal schief. Aurier. Olumbo war Vorteil, aber lässt er weiterlaufen. Ferrati, stark gemacht. Ferrati, unten ist Martinez. Oh, schwach gespielt, aber Martinez setzt nach. Jetzt noch 10 Minuten. Jetzt rücken sie hinten raus. Ihr seht das hinten, die Innenverteidigung, die gibt es nicht mehr. Stehen nur noch die Spieler von uns. Das wäre so mega, wenn wir jetzt den Ball bekommen würden. Ait Benidir. Na, das ist auch wieder abseits, aber Sirigu hat den. So, ab nach außen. Juri Thielemans, andere Seite, Ferrati und Paul Pogba. Auf geht's. Paul Pogba schickt da Lavezzi. Oh, das dauert zu lange. Dauert ein bisschen zu lange. So, aufgepasst. Ferrati gegen Djellabi. Ferrati setzt sich durch. Ja. Hat er. So, Jackson Martinez. Die große Chance zum Kontern. Unten Paul Pogba. Martinez und Lavezzi. Ganz hinten wartet Dybala. Oh, der kommt aber nicht ran. Der ist doch zu Kopfball schwach. Der ist doch nur 1,77. Den kannst du doch nicht in den Kopfball stecken. Juri Thielemans. Stark gemacht. Paul Pogba. Mit all seiner Überlegenheit, mit all seiner Erfahrung macht er das ja schon mit seinen jungen Jahren. So, Paulo Dybala. Aber jetzt, Dybala. Pogba, jetzt ist wieder Handball, Lavezzi. Und da ist, oh, nicht Jackson Martinez. Veldiz hat den Ball vorher, schade. Fuck off, ey. Aber okay, es gibt nur 2 Minuten Nachspielzeit, wenn wir den Ball jetzt bei uns in den eigenen Reihen halten sollten. Eigentlich nichts mehr schief laufen. Juri Thielemans hat nochmal Bock. Hat nochmal Bock. Unten ist Van der Wiel. Schickt Lavezzi. Und jetzt in die Mitte. Da ist Jackson Martinez. Das gibt's doch gar nicht. Da kommt er wieder nicht rein. Steht er hinterm Verteidiger. Aber okay. Wie schon am Anfang gesagt. Vielleicht reicht auch heute mal ein 0:1. Das reicht auch. Wir gewinnen 1:0. Ziehen ins Viertelfinale vom Coupe National. Und wie gesagt, Pokalspiele sind eigentlich nur dafür da, damit du weiterkommst. Damit du ein bisschen Geld kriegst. Hier sehen wir mal die anderen Ergebnisse. Gibt's irgendwelche Überraschungen? Oh ja, oh ja, oh ja, gleich mal oben links. Monaco ist nach Elfmeterschießen raus. 4-3 gegen, was ist das? Nantes oder Ajaccio? Ich glaube nicht, Ajaccio. Ich glaube Nyon oder so ist das, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall Monaco ist raus, Bordeaux ist weiter. Okay, der Favorit ganz knapp 3-2. Lyon ist auch ausgeschieden gegen Evian Thonon-Galliat. 2-1 für die Außenseiter. Lille ist weiter gegen den Zweitligisten, Le Havre ist weiter, 2-1, Toulouse ist weiter, Troyes ist weiter und wir sind weiter. Also schon 2 Mitfavoriten sind ausgeschieden. Und jetzt kommt natürlich ein weiteres Spitzenspiel, was leider keins mehr ist, weil die Punkte einfach zu groß sind. Der Punkteabstand, bisschen Geld haben wir noch dazu gekriegt, 175.000, Pressekonferenz, gehe ich eh nie hin, Südkorea. Ich meine, die fragen sich bestimmt bei den ganzen Pressekonferenzen, wo ist der denn? Warum kommt der denn nicht? Also, wir gucken, bevor es losgeht, mal auf die aktuelle Tabelle. Da sind wir natürlich immer noch unangefochten Tabellenführer. 22 Spiele, 21 Siege, ein Unentschieden. Das war am zweiten Spieltag gegen Bastia. Ansonsten hätten wir 66 Punkte. Boah, mega stark. 57 zu 7 Tore. 50er Tordifferenz. Also, und wir haben zusätzlich noch 10, 15 Punkte Vorsprung auf Saint-Étienne. Und wenn es so läuft, dann haben wir 5 Spieltage vor Schluss die Meisterschaft schon sicher. Wenn es so gut weiterläuft. Unten ist natürlich der Abstiegskampf viel spannender. Auf den Abstiegsplätzen bislang Lor, SMK und Evian Thonon. Die haben gerade mal so nebenbei Lyon aus dem Pokal gehauen. Dann noch Montpellier mit dabei. Und SC Bastia. Die sind die Unentschiedenkönige. 11 Unentschieden haben die schon. Und ganze 2 Siege. Naja, und der Kampf um Europa ist auch nochmal spannend geworden. Lille, Lyon, Monaco, Stade Rennes sogar, die man da gar nicht erwartet hätte. Vielleicht noch Bordeaux. Vielleicht kommt Bordeaux ja da noch mit rein, aber okay. Jetzt erstmal das. Danke fürs Zuschauen, wir sind in der Endcard. Oben rechts geht's zur letzten Folge, unten rechts geht's zu allen anderen Playlisten, wenn ihr euch mal ein anderes Projekt anschauen wollt. Und wenn ihr euch sagt, das gefällt euch hier so gut, ihr wollt mehr davon sehen, dann einfach unten links auf Subscribe mich unterstützen. Und dann würde ich mich mega, mega freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Gegen Olympique Lyon. Dann natürlich wieder mit der, altgewohnten Mannschaft. Oder vielleicht mal Lavezzi draußen lassen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.